Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, und wieder ist ein Jahr zu Ende gegangen. Und was für eines. Wir hatten uns für 2021 viel vorgenommen und haben auch viel geschafft. Es war ein ereignisreiches und arbeitsintensives Jahr in unserem schönen Dorf. Und bei alledem hielt und hält uns Corona fest im Griff. Sorgt für mehr Belastung, sorgt für Bedrohung und sorgt dafür, dass wir als Gesellschaft mehr denn je auf die Probe gestellt werden. Wir alle haben gehofft, dass wir nach fast 2 Jahren in dieser Pandemie das meiste überwunden haben. Aber stattdessen kämpfen wir täglich dagegen an, suchen nach Auswegen und lernen jeden Tag, dass es so einfach dann doch nicht ist. Da kamen hoffentlich die Feiertage rund um Weihnachten und Neujahr gerade richtig, um eine Pause zu machen. Um uns auszuruhen, um nachzudenken und um uns zu besinnen. Ich wünsche mir, dass wir alle diese Pause genutzt haben, um gestärkt ins neue Jahr zu gehen. Als eine Gemeinschaft, die zusammenhält in Solidarität, in der wir uns respektieren, in der wir faktenbasiert diskutieren und in der das Gemeinwohl manchmal auch über den allzu persönlichen Interessen steht. Denn nur so finden wir gemeinsam auch die richtigen Lösungen auf schwierige Probleme und können die uns auferlegten Aufgaben im neuen Jahr angehen. Ich drücke uns allen die Daumen, dass 2022 ein besseres wird. An dieser Stelle möchte ich mich auch bedanken für all die Unterstützung, die unser Dorf und ich erfahren durften und dürfen. Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ortsgemeinde und der Verbandsgemeindeverwaltung, bei meinen Bürgermeisterkollegen in den Nachbargemeinden, bei meinen Beigeordneten und den Gemeinderäten, bei allen Vereinen und Organisationen, bei unseren Unternehmern, Spendern und bei der Kirche sowie bei allen ehrenamtlich und freiwillig tätigen Bürgerinnen und Bürgern im Dorf. Wir pflegen eine wertvolle Zusammenarbeit untereinander, die ihresgleichen sucht. Ich wünsche mir, dass uns das noch lange erhalten bleibt. Liebe Kuhhalterinnen und Kuhhalter, liebe Bürgerinnen und Bürger der Nachbargemeinden, alles, alles Gute für 2022. Bleiben Sie gesund. Und denken Sie daran, am 7. Januar kommt der Impfbus nach Kuhhalt an die Rheinberghalle. Nutzen Sie dieses Angebot.